Leute, was geht ab? Willkommen bei Chankrinder 666. Wie ihr seht, ist es schon ein bisschen dunkler. Also ich war heute mal eine kleine Feierabendrunde. Heute waren es wieder ein paar 30 Grad und ja, dafür ist es eigentlich geil, da mal abends zu fahren, wenn es wieder ein bisschen abkühlt hier. Auch wenn es jetzt langsam dunkel wird und ich hoffe, dass die Kamera noch ein bisschen funktioniert. Wenn nicht, wird es einfach so eine kleine Nachtfahrt und ihr fahrt einfach gegen eine dunkle Wand. Ja, wenn euch aufgefallen ist, versuche ich in letzter Zeit wieder mehr und regelmäßiger hochzuladen. Ich habe mir jetzt mal so einen festen Strukturplan festgelegt. Und zwar werde ich jetzt jeden Dienstag ein Video hochladen, jeden Donnerstag und jeden Samstag. Und dann Sonntag und Montag ist dann mal ein bisschen Pause. Bevor ihr auch irre werdet, habt ihr dann auch die 2 Tage Pause nochmal von mir. Und dann dienstags geht es dann wieder weiter. Das ist, glaube ich, so das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Ich bin jemand, der braucht eine Struktur und wenn ich keine Struktur habe, dann kann ich auch nicht arbeiten. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass wir dienstags so generell Motortalk machen. Generell sind hier unten in den Kommentaren dann auch Fragen über das ein oder andere Thema. Da gehe ich dann einfach mal drauf ein. Schöner Sonnenuntergang auch hier gerade rechts, beziehungsweise eigentlich ist es schon weg, aber schönes Abendrot so. Donnerstags erwarten euch dann meistens WR-Vlogs. Da werde ich dann mit der WR rumcruisen, samstags dann wieder mit der CBR und da gibt es dann meistens so random Talk, dummes Gelaber, teilweise Ankündigungen oder wenn ich was vorhabe, werde dann auch ein bisschen schneller fahren wieder, für die, die gerne sehen, wie ich mir irgendwann mal einen Krotzen abfahre, dann hätten wir eigentlich so alles dabei. So in etwa habe ich mir das gedacht, ich denke mal, das wäre ganz cool und ich denke mal, so 3 Videos in der Woche schicken euch auch. Die wackelt auch mit dem Arsch hier, ach du Scheiße. Also ich muss natürlich jetzt, wenn ich über Landstraßen und so fahre, auch auf Wildwechsel achten, weil das ja um die Uhrzeit gerne mal passiert. Weil ich habe jetzt auch keinen Bock unbedingt so ein Ding zu teilen. Hier in der Nähe von mir ist schon mal einer, das ist schon 20 Jahre her oder so, aber der ist mit seinem Motorrad auch eine Straße hochgefahren und hier bei so einer Kuppe wieder vorne ist eine Frau mit ihrem Pferd über die Straße gelaufen. Der Motorradfahrer mit fast 300 km/h konnte natürlich nicht mehr bremsen und hat einmal das Pferd geteilt. Auch krass, natürlich sofort tot, das Pferd und er. Und das ganz Bizarre an der Sache ist, dass die Frau mit dem Pferd seine Frau war. Also die waren verheiratet. Krasse Geschichte, Mann. Also das ist auch hart. Deswegen, gerade hier, wenn ihr abends unterwegs seid oder morgens, wenn ihr aufs Motorrad angewiesen seid, immer auch daran denken, dass sowas auch immer mal vorkommen kann, dass irgendjemand über die Straße läuft, auch Landstraße und so weiter. Ich habe letztens sogar Pokémon Go-Spieler auf der Straße gesehen. Nachts um 3. Kennt ihr das, wenn ihr langfahrt und auf einmal eine Nebelwand von Scheiße euch fast vom Sitz reißt? Genauso geht's mir gerade, Alter. Diese Scheißgülle, ey, das ist die schlimmste Zeit, wirklich. Wenn ich mal meine Scheiße in den Garten schmeißen würde, ob sich da jemand beschweren wird, ich weiß ja nicht. Jo, da musste ich mit meinem Erbsenhirn gerade echt nochmal rechts anhalten. Ich habe mir extra vorgenommen, ja, ich mache das Video, das Thema. Und jetzt habe ich so viel wieder gelabert, dass ich schon wieder das komplette Thema vergessen habe, worum es eigentlich gehen sollte. Jetzt habe ich es aber wieder. Und zwar, die Homies fragen, wie man eigentlich herausfinden kann, welche Motorradposition oder welche Motorradart einem am besten liegt und womit man am besten zurechtkommt und wie man sich am besten wohl dafür entscheiden könnte für sein Traummotorrad. Das ist eine gute Frage, weil viele Leute denken einfach, Motorrad ist Motorrad. Da gäbe es keinen Unterschied, aber die Unterschiede sind selbst bei den gleichen Varianten, ob jetzt Supersport oder Sumo oder Adventure Bike oder irgend sowas, sind auch da von den gleichen Modellen unterschiedlicher, wie es sein kann. Die Frage, ob sitzend oder mehr liegend, was einem besser passt, kann man so eigentlich gar nicht beantworten, denke ich, weil ich meine, jeder kann sich erahnen, dass eine Supersport jetzt nicht unbedingt bequem sein wird. Nach 10 Stunden dann vom Bock steigt und der Rücken top in Schuss ist und man komplett glücklich ist mit dem Körperlichen, ja. Jetzt merke ich, mit dem dunklen Visier ist natürlich auch scheiße, ey, im Dunkeln. Super Chaingrinder, hast du wieder top nachgedacht, bevor du gefahren bist. Das fände ich, bringt auch gut gar nichts, Alter. So war es bei mir halt, ich war schon vorher Supersport begeistert und wusste ganz genau, dass ich die CBR haben will. Mir war es deswegen auch scheißegal, auch wenn sie mir zu tief wäre. Ich bin jetzt 1,90 und
bin dafür eigentlich auch schon ein bisschen groß wie die CBR. Aber war mir scheißegal. Ich wollte sie unbedingt haben, habe mich draufgesetzt. Das erste Mal beim Händler dann. Und ja, ich hatte meinen Führerschein damit, konnte auch keine Probefahrt machen, aber ich habe einfach nur einen Fuß hochgenommen und dachte, ja, passt, tut nicht weh, passt. Und ich bereue es immer noch nicht. Also ich bin wirklich immer noch zufrieden mit der Sitzposition und habe keine Probleme. Wenn es mal länger dauert mit dem Fahren, dann ist es auch scheißegal. Also es ist echt nicht schlimm. So ein bisschen Schmerzen nehme ich in Kauf, wenn ich wirklich lange auf dem Bock sitze. Wenn ihr aber danach gehen wollt, was bequemer ist, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ihr alles Mögliche ausprobiert. Alter, was war denn das bitte? Mir ist gerade irgendwas ganz, ganz Fettes am Arm geflogen. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es die Kamera irgendwie gesehen hat. Das war ja ekelhaft, Alter. Wenn es euch darauf ankommt, dass ihr bequem sitzt oder dass ihr sehen wollt, was euch einfach besser liegt, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr mit dem Kauf vom Motorrad wartet, bis ihr den Führerschein auf jeden Fall fest in der Tasche habt und dann Probe fahren. Alles, was euch interessiert an Motorrädern, was ihr euch so rausgesucht habt, natürlich vorher schon mal googeln und so weiter, welche Arten von Motorrädern es gibt. Das ist halt so die Frage, wieso sind eigentlich die Lichter noch raus? Es ist stockdunkel, ey. Sonst sind sie immer so früh an. Und jetzt, wenn ich ein Video mache, dann helfen sie nicht mit und machen nicht mal ein bisschen Licht. Komm mal, nee. Sorry, ich hab's eilig. Es wird dunkel. Oh, ich sehe gerade gar nichts, gell? Fuck. Ich hoffe, ihr seht was. Ich mach mal Fernlicht an. So, irgendwie. Ich bin noch nie mit Fernlicht gefahren. Also ich bin noch nie im Dunkeln gefahren eigentlich. Oh, mei, Alter. Hast du mich erschreckt, du Wichser, Alter. Ey, man fährt nicht so schnell in den Ort, du Spasti, Alter. Sorry, nee, ist cool. Ist aber gefahren. Du bist es. Du bist es, Alter. Next Valentino Rossi, ey. Da fährt er, da ist er. So, aufrechte Sitzposition kann ich schon mal sagen, ist eigentlich auch klar. Um einiges angenehmer für den Rücken. Also ich bin jetzt jahrelang die CBR gewohnt und da fand ich einfach, es war unglaublich einfach in die Kurven reinzufahren. Es ist so flüssig gegangen, du bist fast von alleine gefahren. Sind das Roller? Ich weiß es nicht, ich grüße einfach. Und ja, die CBR, die ist von alleine, die ist wie Butter gelaufen, die fährt einfach in die Kurven, du musst noch nicht mal fast nichts machen, du sitzt einfach nur drauf, tust ein bisschen am Lenker drehen, dann schlägst du ein in die Kurve und dann hast du das ruhigste Fahrgefühl auf der Kurve. Und jetzt ist mir halt aufgefallen, bei der WR ist es mit der aufrechten Sitzposition, musst du ein bisschen mehr reindrücken sogar. Und irgendwie ist es aber auch wieder anders, weil du aufrecht sitzt. Es ist am Anfang sehr, sehr ungewohnt, wenn du liegst und in die Kurve reinfährst. Das ist mir aufgefallen nach der Fahrschule, wo ich dann mein eigenes Motorrad gefahren bin, also die CBR. Und dann liegen in die Kurve traust du dich erstmal gar nicht, weil du liegst ja so nach vorne halt normalerweise. Und es ist total ungewohnt gewesen. Da muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen und muss sich erstmal so ein bisschen einfahren, weil man der ganzen Sache am Anfang noch nicht so ganz traut. Und bei der WR ist es halt, du sitzt drauf. Generell bei Sumos ist das so, du hast überhaupt keinen Windschutz. Das ist auch bei Naked Bikes so und so weiter. Du hast auch mehr die aufrechtere Sitzhaltung normalerweise. Du hast den Wind, du merkst direkt, okay, bei 60 km/h kommst du schon schnell vor. Und erhöht natürlich auch den Spaßfaktor dadurch. Ja, also wenn ich mit der CBR hier die ganze Zeit 80 fahre, wie jetzt gerade, habe ich keinen Spaß, aber ich sehe halt nichts, weil es dunkel ist und mein Visier getönt ist. Ich Idiot. Wenn man sich halt vorher noch nicht Gedanken gemacht hat, welches Motorrad man haben will und man sich schon vorher ein Motorrad verliebt hat, dann muss man halt echt gucken, wegen Sitzposition und was einem persönlich am besten liegt. Und das kriegst du halt nur durch Probefahrten raus. Vielleicht hast du ein paar Kumpels oder so, die schon Motorräder haben, wo du es vielleicht mal ausprobieren kannst, wo dich mal einer fahren lässt. Ansonsten fahr einfach zum nächsten Händler, ruf da mal an. Du musst dir halt auch vorstellen, dass du da länger drauf sitzt wie eine Minute, ja. Weil irgendwie so nach einer Zeit merkst du es halt schon auch im Handgelenk oder was weiß ich. Probier auch generell die Kupplung aus, die Bremsen, ob die mit dem Fuß gut zu erreichen sind, ob du dich da verbiegen musst, ob du drankommst. Und ja, das sind alles so kleine Faktoren, die man gar nicht beachtet, wenn man das erste Mal drauf sitzt. Also bei mir war es so, ich habe mich draufgesetzt und dachte, geil, Alter. Runtergegangen, habe gesagt, ich will einen Kaufvertrag unterschreiben. So, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte da ein klein wenig weiterhelfen.
Ich stelle mir gerade vor, als wenn ich auch einfach nur so irgendwas aus den Fingern sauge. Aber es ist halt so ein Thema, da kannst du nicht, keine genaue Antwort drauf geben. Ansonsten google einfach mal nochmal nach, so gibst nochmal alle Varianten ein, die dich interessieren. Suchst dir so deine Favoriten aus, was du gern fahren würdest, was so dein persönlicher Stil ist. Weil das ist natürlich auch wichtig. Ich meine, du kannst zwar auch richtig geil drauf sitzen, auf einer Shopper sitzt du meistens richtig geil wie auf dem Sofa, aber ich hasse die trotzdem abgöttisch, Alter. Ich würde mir mit 80 Jahren keine Harley kaufen. Da würde ich lieber Rollator fahren, ganz ehrlich. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, ja. Über Geschmack kann man streiten, sollte man aber nicht machen, weil es einfach sinnlos ist und weil das einfach sinnlose Diskussionen sind. So, hier die Kurve ist geil, aber da habe ich mich schon mehrmals fast aufs Maul gelegt, weil hier jetzt so ein kleiner Huppel kommt. Gleich, Achtung, denkst du jetzt? Uiuiuiui, okay. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach mal liken. Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Motorrad, euer Traummotorrad gefunden habt und ob ihr auch generell auf Sitzhaltung geachtet habt oder ob euch das eher scheißegal war. Lasst mich auch mal wissen, ob ihr das cool findet mit der Struktur, die ich so geplant habe, wie es jetzt aktuell ist. Dienstags, Donnerstags, Samstags, ob das schickt. Ich könnte bestimmt noch ein Video extra reinhauen. Ich könnte ja auch nochmal hier so ein bisschen Party machen. Utz, 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 utz. Okay. Macht's gut, wenn ihr meinen Finger seht. Beziehungsweise mein Peace-Zeichen. Scheiße, jetzt kommt eine Kurve, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ich hab's abgelegt wegen dem Scheiß. Ich guck mal in den Himmel, ich glaube, da ist noch ein bisschen hell. Hier, macht's gut, Leute. Ciao. Aber irgendwie ist das jetzt mittlerweile einfach nur noch so ein Mischmasch aus Wind und Auspuff, also Motorrad-Sound. Und meinem Gelaber und ja, ist irgendwie auch nicht so geil, wie ich finde. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt so krass ist mit dem Zug, wenn ich das Visier mal offen habe. Ich merke nur, wie die Brise mir in die Fresse spritzt. Ach Gott, der Wind. Das denkt ihr schon wieder, Mann.